Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es ein ganz kurzes Video und zwar möchte ich euch heute eine Squad-Building-Challenge zeigen beziehungsweise einfach euch eine Empfehlung geben, welche Squad-Building-Challenge ihr unbedingt machen müsst, denn diese ist einfach nur sehr, sehr genial und zwar, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der St. Patrick's Day nur bei den Wochenaufgaben drinnen ist. Da haben mich ganz viele gefragt, kommen da noch SBCs, dies, das? Es werden keine mehr kommen, zu 99% das Ganze ist hier bei den Wochenaufgaben drinnen und wenn ihr eben irgendwie hier 20 Spiele abgeschlossen habt in einem beliebigen FIFA Ultimate Team Modus, dann habt ihr eben hier diese Karte bekommen, also eine St. Patrick's Day Karte, eine irische Karte und ja, einfach nur 20 Spiele abschließen, dann habt ihr eine Karte. Ihr könnt eben auch weitere abschließen, also weitere Wochenaufgaben, dann bekommt ihr noch eine weitere Karte, zum Beispiel nach einem Alu-Treffer ein Tor machen, das ist sehr, sehr schwer, aber dann hättet ihr eine weitere Karte. Dann könnt ihr das mit den Kopfbällen nach unten machen und dann eben hier noch 9 Online-Season-Partien bestreiten. Dann hättet ihr insgesamt 4 solcher Karten, St. Patrick's Day Karten und dann könnt ihr euch eben hier die einzelnen SBCs holen. Hier zum Beispiel Yaya Touré. Hier braucht man genau, wie viele braucht man hier? 4 Spieler, genau, das ist das teuerste sozusagen, also da, wo du die meisten irischen Spieler brauchst. Bei Wayne Rooney brauchst du, glaube ich, auch 4 Spieler, genau so ist es. Bei Van Persie braucht man, glaube ich, nur 2 Spieler und bei Schweinsteiger brauchst du eben nur eine einzige St. Patrick's Day Karte und die hast du eigentlich, wenn du halbwegs Weekend League gespielt hast, denn dann hast du eben diese 20 Spiele abgeschlossen und die würde ich euch sehr, sehr empfehlen, denn das ist eine Karte mit einem 88er Rating und die liegen schon so um die 40k im Moment, deswegen ist das eigentlich so, als ob ihr 40k geschenkt bekommt und das würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen, also geht ihr einfach hier auf Spezial, sucht dann eben eure Karte hier und dann setzt ihr die einfach ins Team ein und dann habt ihr halt einfach einen 88er Schweinsteiger im Team. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich schlecht, ja. Damit kann man auf jeden Fall leben. Ihr braucht keine Chemistry, kein gar nichts. Es muss einfach nur eine St. Patrick's Day Karte sein. Und dann sendet ihr das Ganze ab und schon habt ihr Foot Birthday Schweinsteiger freigeschalten. Wirklich, macht diese SBC. Es ist ein 88er Rating Spieler. Vielleicht braucht man irgendwann noch in einer Special SBC eine Foot Birthday Karte. Dann hättet ihr den guten Mann hier und so schlechte Werte hat er nicht. Er hat fast alles über 80, bis auf das Tempo. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Wert, aber ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso ist da ein Inform dabei? Ja, ich bin ein kleiner Hacker, kann man sagen. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur vorhin aus den Servern rausgekickt worden. Und deswegen wurde der nicht gespeichert. Dies, das, Ananas. So faken eben ganz viele Leute ihre Videos. Da gibt es nämlich ein paar Leute, die sagen, yo, sie haben einen Mega-Glitch und dann würden es so machen, wie ich es jetzt eben gemacht habe, dass die da eben einen Spieler dann noch dazu aufploppen lassen. Das kann man eben machen, wenn man zum Beispiel ein Pack öffnet, dann trennt man das Internet und dann werden die Objekte eben so gespeichert, dass die dann bei der nächsten Karte, die hier runterkommt, eben, dass die mitkommt, die andere Karte und so. Ist das jetzt eben hier auch passiert, aber Schweinsteiger sicherlich keine schlechte Karte. Soll ich dazu vielleicht auch mal ein Player-Review oder so machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und ja, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, welche Foot Birthday SBC ihr gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch Rooney oder so gemacht, das ist natürlich noch besser. Aber ja, das war es an sich auch schon wieder mit dem kurzen Video. Ich wollte euch das einfach nur mal kurz Bescheid geben. Und ja, damit war es das. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Checkt gerne auch noch die Links in der Beschreibung ab. Bis zum nächsten Mal und ciao.